oder allgemein der B-Spot. Weil, ja, ich hätte da weniger Lust gegen die mögliche Doppel-AWP am A. Ja, aber da muss Ice und Yui schon echt dick treffen, um hier bestehen zu können, wenn Maus weiter die Dominanz fährt, die sie in den letzten Cups gezeigt haben. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir gehen in die Knife Round. Die Seitenwahl hier auf Mirage. Hab's noch mit drei schönen Knife-Schlitzern. Und da ist sein dritter Frag sogar. Nun Rife alleine gegen drei. Alu noch mit 100. Das muss das Spiel sein. Und das ist es sogar direkt. Alu macht's. Und Mausbots mit der Seitenwahl. Möchten hier als CT starten. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Also, E-Bot-Statistiken können wir heute leider nicht nachliefern. Aus den vorherigen Spielen. Ja, also, ich denke mal, für Ice und Yui wären hier die beiden Pistols sehr wichtig. Einfach, um auch den Mauszug nicht von Anfang an rollen zu lassen. Und ja, da muss man halt gucken, wie man die AWPs ausschalten kann. Was man dagegen spielen kann. So, nun geht's los. Also, Swap Teams erledigt. Restarts kommen. Und dann schauen wir mal, was Ice on You hier auf dieser Map besprochen hat. Nochmal für diejenigen, die gerade erst zugeschaltet haben. Noch nie hat Ice on You ein Official auf dieser Map hier gespielt. Dann soll auch direkt den B-Go geben. Mit Granaten. Drei Smokes. Und Maus. Vielen dann Bait. Chris J lenkt für Lege ab. Haben sie jetzt immer aufgelöst, der Go kommt. Lege hat ein bisschen Probleme. Nur eine machen, trotzdem Damage gemacht. Überzahl allerdings. Für Eyes on You. Ob sie mit über Teppich kommen. Ja, Nuki wartet noch auf ihn. Da aufpassen, dass sie ja nicht weggepusht wird. Tapsen mit dem ersten One-Shot. Oh, Nuki gegen seinen alten Mate, Raven. Und jetzt gut. Und jetzt gut gemacht. Nuki bekommt zwei. Tapsen ebenfalls zwei. Und dann ist der Retake da. Gut gespielt. Also Nuki dann eine schöne Support-Smoke gegeben. Dann aufgepasst, dass er nicht gepusht wird. Und Tapsen da wieder den A-Bot gefahren mit der USP. Also ich glaube, das kann man ohne Zweifel im Moment sagen. Was die deutsche Szene angeht, Tapsen wohl der beste Aimer mit der USP. Also jede Pistol Round ist ein Genuss, ihm zuzusehen. Nur heutzutage muss man vorsichtig sein hier mit Aimbot und Co. Auch wenn es in dem Fall ein Kompliment ist, um seine Stärke zu zeigen. Und Ice on You hier schnell die Mitte angegangen und wollen jetzt auch Döner boosten, mehrere. Chris J in der Mitte kommt da auch noch mehr Ansagen, bekommt eine gute Flash. Jetzt gegen Nuki Eck. Oh, und nur Alu gefallen, der hat die Runde 2 gemacht. So, und früher AWP bei Maus. Alu in Runde 3 hier auf die Arbe gegangen. Ja, und jetzt durch den Zugang da von Alu hat man da natürlich zwei sehr starke AWPs mit Chris J. Ja, und so wie ich das verstanden habe, spielt Alu wohl hauptsächlich jetzt die CT-AWP und Chris J als Terror. Weiß nicht, ob es auf allen Maps so ist, aber auf jeden Fall auf Mirage. Nuki da viel Damage gemacht, noch an Rive.
Krieg den leider nicht down und. Hallo mit der nächsten. Ligia steht auch noch parat. Dein Drive kann aber gerade gut vormoven. Wenn jetzt sich noch weiter trauen würde. Darf da eigentlich nicht so viel machen. Bomber da auch nicht, die liegt noch in der Ecke. Schwierig aus der Situation jetzt was zu machen, aber er steht zumindest so, wie ihn wohl keiner erwartet. Und Alu hat da schon Angst, dass er nahe ist. Alu den Step auch nicht gehört in der Mitte. Dann Maus. Wird das sehr kontrolliert und langsam. Stecken einfach alles ab. Liga macht ihn. Keiner zeigt sich da eigentlich unnötig. Das machen sie auf jeden Fall gut. Was Maus, woran Maus auf jeden Fall noch arbeiten muss, ist, was mir persönlich nicht so gefällt, ist, wenn Alu die AWP spielt. Just Jay ist ja kein schlechter Rifler, aber man sieht halt schon, ja, dass er halt nicht so sehr aufblühen kann wie in der AWP-Rolle. Und das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern, bis Chris Jay sich da komplett in der Rolle auch als Rifler eingefunden hat. Hallo mit dem Doppel. Mitte und beim Keller. Dann lege ich am Teppich. Ja, der Rest kommt B. Und lege easy Abschluss. Flawless Rounds. Ja, jetzt kommt es wieder drauf an. Was hat sich alles noch nie überlegt? Go, Raven Speedy im Haus, Snooki allein am A. Mal gucken, vielleicht spielt Titan User später mal als schnelle Variante. Jetzt kommt auf jeden Fall der abgesprochene Argo. Und schauen, wie Alu es handelt. Er neigt dazu, die Goes immer sehr gut auszunutzen. Und jetzt, er geht wieder über die Smoke hoch. Action hat er den ersten. Get right angesagt. Chris J fällt. Und Alu schließt die Runde ab. Ja, also er hat so seine 3-4 Moves am Alu, die er gegen so ziemlich jeden Go eigentlich spielen kann. Und er schafft es immer, sich in Szene zu setzen. Also auch wenn er da mehr oder weniger immer die Easy Picks kriegt, weil seine Mates halt, sagen wir mal, in den Duellen sind und er einfach nur die Tracks macht. Aber trotzdem macht er da immer einen guten Job. Und er ist halt auch echt immer zur rechten Zeit am rechten Fleck. So, aber auf jeden Fall diese Kombination Chris J. Lega gefällt mir sehr gut jetzt. Beide verstehen sich auch super gut. Und da gefällt mir das. So, Lega lässt jetzt viele durchlaufen. Ja, Chris J. hat sich da selber eingesmoked. Ruft da auch schön. Ja, schön runtergespielt. Das war easy. Da haben wir wieder eine Flawless Round zwischendrin. Und Bivo könnte jetzt hier den James Bond machen. Also ähnlich wie es eben war, Ice on You trifft noch nicht so gut, kommt noch nicht drauf klar, wie Maus sie handelt. Müssen sich jetzt was überlegen, ein bisschen was verändern. Gegen Berserk konnten sie das dann noch ein bisschen umstellen zum Ende hin, auch wenn sie T da nicht glänzen konnten, aber zumindest wurden sie besser. Jetzt Offensiv-Move, Tabs und Alu. Aber das macht Maus einfach auch super gern, die Mitte-Kontrolle an sich reißen. So, und da verliert Aluma das Duell gegen Rife. Nuki steht noch close. Ja, Chris J. Perfekt im Timing. Nuki da gut ausgenutzt hat, dass Chris J abgelenkt hat. Oh, Speedy jetzt über den B-Frag. Warum wir aber noch im B-Haus down? Und Bivo ist A raus, also ganz komische Runde gerade. Jetzt gut gesehen worden, Bivo, da ist der Frag, kein James Bond. Tapson alleine. Speedy mit dem nächsten Brett. Und Tapson alleine, er weiß natürlich nicht, dass die Bombe im B-Haus liegt. Er geht wahrscheinlich davon aus, dass sie jetzt zu A rotieren. Dabei müssten sie nochmal hintenrum B rotieren, um die Bombe zu holen.
aber auch, wenn er über kurz kommt, so schnell werden sie nicht mit ihm rechnen. Aber ja, sie legen auf jeden Fall schon safe und rechnen mit allen, glaube ich. Bivo deckt noch kurz ab. Oh, fake vielleicht Richtung CT-Base. Ja. Und Bivo guckt direkt zur Küche. Rechnet da auch überhaupt nicht mit kurz. Schade, ich hab's leider schlechte Timing da gehabt. Und Speedy. Dritter Frag. Also da hat man mal sehr schön gesehen, wie simpel so eine Fake vielleicht noch funktionieren kann. So, sie sind in der ähnlichen Situation wie vorhin in der ersten Hälfte auf Inferno gegen Berserk. Wenn sie die Runde jetzt wieder verlieren, heißt es wieder Eco und dann ist man wieder drin in diesem Strudel. Ja, und sie spielen wieder ihren Smoko. Autosniper und AWP. Und diesmal ist keiner der Snipers im A. Aber schaffst du es nur mit dem Go durchkommen. Oh, Tapsen fällt direkt. So, jetzt Alu wieder da. Neo Smoke wurde verkackt. Alu hat den Frag gemacht. Und Luki eine gute Gegenfläche dagegen Action gebracht. Und die Bombe ist noch auf dem offenen Feld down. Die Smoke geht jetzt weg. Kann Alu natürlich wieder abzielen. Ja, währenddessen Chris J da. Ja, also sie haben irgendwie Probleme, die Bombe rechtzeitig da aufzunehmen. Also an sich war die Entscheidung, jetzt wieder den Argo zu spielen, nachdem sie da eben so vernichtet worden sind, sagen wir mal, gar nicht so schlecht. Weil Maus hat sich darauf eingestellt, dass kein Argo kommt, haben eher die Mitte geblockt. Wenn sie da die Neo-Smoke anständig geblockt hätten, hätte Alu den einen Frag auch nicht setzen können. Gehen nun kurz offensiv. Chris J. Ja, Chris J sammelt B ein. Und dann mal wieder so eine Flawless Round hinterher. So, das war die angesprochene Eco von Eyes on You. So, das ist natürlich immer das Problem hier. Jetzt auch schon wieder drei Ecos gespielt bei Eyes on You. Von 9 Runden. Wenn wir die Eco nach der Pistole mit dazu nehmen, sind es sogar 4. Ja, und weil sie auch eben so selten die Bombe planten, wirkt sich das immer noch mehr auf sie aus. Dann ist man ein bisschen anders gespielt im Argo. Bin langsamer. Und Alu steht aber wieder bereit. Alu ist nicht abgesmoked. Boah, diesmal trifft aber nicht. Hast du Schwarz von Reamox? Oh, Speedy da. Das ist jetzt ganz schwer für Cliché. Dann übergasen sie ihn. Von Straven, Besuch von hinten. Also das ist im Moment auf jeden Fall das Mittel. Wenn sie A gehen und das Duell gegen Alu gewinnen, dann kommen sie auch durch. Plus schneller Go, weil Nuki ist da oft am Anfang alleine mal. Oder nur zu zweit. Von daher, wenn sie da mit relativ gutem Tempo spielen, ist das eine Möglichkeit. Jetzt erstmal wieder Mitte B orientiert. Offensiver Move jetzt mit Tapsen. Bekommt den Frag. Wieder erfolgreich. Jay hätte da jetzt eine Maus. Viel am Rotieren. Schöner Mollo in die Action. Scraven hat sich da gezwungen gefühlt rauszugehen. Alu mit dem zweiten jetzt. Ja, jetzt kommen sie wieder zu einzeln. Also dieser Offensiv-Push am Anfang von Maus, da wieder die Konzentration weggenommen. Ja, Alu macht da einen guten Job. Steht dazu natürlich sehr offen, auch anfällig für Action, aber hat die Mitte da unter Kontrolle. Aus.
Ja, aber bisher präsentiert sich hier Alu auf jeden Fall sehr ordentlich. Ja. So, dann wird er gelobt und dann gibt's erstmal ein paar Aim-Fails. Ah, zumindest boosted. Boxen, jetzt ist er auf dem Kopf. Er spielt ja auch nicht alleine, seine Mates auch noch da, jetzt kommen sie noch B zu Chris. Ja, uns. Wir helfen jetzt alleine. Also, mir gefällt es auch gut, wie Maus umgestellt hat. Also, letztes Mal noch Chris J mit der Rifle den A mitgedeckt. Ja. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Da war Chris J auch ein bisschen überfordert mit den Goals und sonst was, weil er es einfach nicht gewohnt ist, damit Colt dann gegenzuflashen und Support zu geben, sagen wir mal. Aber jetzt B so für sich mit Lega als Supporter, das klappt auf jeden Fall viel, viel besser. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, ne? Also ich finde es auch schön, dass man die beiden da jetzt zusammen auf einen Spot stellt und es scheint auf jeden Fall besser zu klappen. Dann look erfolgreich. Hab's einen Refrag. Jetzt ist Alu auch schon wieder da. Aber jetzt wird er auch endlich mal ordentlich abgesmoked. Aber trotzdem, 3 gegen 1 Überzahlsituation schon. Alu überfahren, Tapsen, Low AP mit 12, aber und Chris J scheint ein bisschen. Und Chris J ist nicht gecheckt. Hat es nicht gecheckt, dass er von der Seite attackt wurde. Ja, das ist dann wieder der Vorteil an der Charlie-Waffe. Ja, auf jeden Fall. Probiert man es mal zu zweit übers Haus. Lucky down, Waffe erobert. Alu down. Diesmal kommen sie gut raus. Ja. Und Alu down, das hat ihm bis jetzt immer die Runde gebracht. Außer eben gerade. Ja, gut. Da haben sie Alu während des Argos halt nicht gekillt. Von erst später. Aber sie lassen sich auch wieder zu viel Zeit. Also das ist der Fehler, den sie auf allen Maps machen. Sie haben eigentlich schon die Kontrolle am A gehabt, die Frags auch. Komplette Überzahl und dann bremsen sie komplett aus. Und Speedy noch ein bisschen ausrasten. Also ich weiß nicht, was da immer angesagt wird oder was die Spieler sich dabei denken. Aber es ist halt abgesmoked. Sie haben beide A-Spieler schon down. Und trotzdem trauen sie sich dann nicht vor und warten alle lieber. Und die Runde hätten sie auf jeden Fall auch gewinnen können. So, jetzt mal eine Variation. Geht schnell B-Contact. Oh, und damit hat Bivo nicht gerechnet. Aber Legia weiß auch nicht, dass da schon zwei durch sind. Aber Nico macht so gut. Fast noch den dritten bekommen. Ja. 34 HP noch bei ihm. Gut auf Sound gespielt und Maus pusht direkt nach. Siehst es, Alu macht hinten schon zu. Tapsen ist kurz schon da. Beziehungsweise hat Keller. Ganz, ganz schwer jetzt weiter. Oh, Chris schön. J. Der hatte da keine Lust mehr zu warten. Dann verschießt er nochmal. Tapsen. Bekommt ihr nicht 13 zu 2 zur Halbzeit. Und jetzt guckst du dir mal an, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecos da bei Eyes on You. Inklusive der Runde 2 natürlich. Aber letzter Einwurf Alternate, ihr zweites Match auch gewonnen. Gegen Druckwelle 16 zu 8. Also mal sehen, was da heute für die Jungs noch drin ist. Oh, Alu die letzten Runden keine Frags mehr gemacht, dafür seine Mates. So, 13 zu 2. Und das wird natürlich ganz, ganz schwierig hier für Eyes on You werden. Das haben wir zwar bei dem Spiel von Berserk auch gesagt,
Aber diesmal, glaube ich, ist das eine andere Nummer. Vor allem, weil sich Maus auf der T-Seite auch sehr, sehr sicher fühlt. Auf Mirage. Könnte so sogar die neue Lieblingsmap hier von diesem Team werden. Ja, bin mal gespannt, wie der Weg weitergeht für Mausports mit Alu. Ja, also ich denke, es wird sehr viel davon abhängen, ob sie sich für ESL One qualifizieren und wie sie dort abschneiden. Ob das Team dauerhaft Bestand hat oder nicht. Weil gegen die Gegner wird man dann auch merken, ob das kommunikationsmäßig einen großen Nachteil gibt oder ja, ob man das ausmerzen kann. Absolut. Also, bewundern wird man sie können, morgen und übermorgen dann im ESL One Qualifier. Also übermorgen, wenn sie es denn weiter schaffen, aber morgen auf jeden Fall. So, go von Mausports. Wir haben uns da weit weggedrängt. Aber keine Smoke mehr für Kerrigan. Jetzt müssen sie die Bombe so decken. So, wo ist Tabs mit der USB? Oh, das wurde für kurz gelegt und lege ich auf den Leutz nochmal. Okay, ich muss jetzt nur ein bisschen Zeit rausholen, aber es defused einer schon. Das weiß Nuki, glaube ich, nicht. Ach, ärgerlich. Und damit die Runde erledigt. Also, schön gemacht von Also New. Smoked sich ein, geht einfach auf den Defuse drauf. Oh, oh, oh. Eieiei, jetzt gibt's Beef. Oh, 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 oh. Nee, oh, der netter Restart. Einmal konnte man den Defuse auch nicht hören, wurde von der Smoke verdeckt. Ich glaube aber, das war nicht der Admin RR. Ich glaube, der Admin hat vorher Reset gemacht. Und das war dieser Halftime RR. Keine Ahnung, ob der dann weitergelaufen ist. Ich kenne einen Film. So, haben sie jetzt raus oder nicht? Bomb has been planted. Topsen will nicht. Vor 3 Jahren. So, also Aufregung vorüber, weiter geht's. So, jetzt müssen wir natürlich wieder rechnen. Jetzt ist wieder Counter-Strike ein 6-Feeling, wo man natürlich dann immer mitrechnen muss. 13 zu 3 der Spielstand nun. 2 plus 1 hast du zusammengezählt bekommen? Wieso 2? Ich habe hier so Reiskörnchen liegen, die schiebe ich dann immer. Wieso? Hast du den Rechenschieber einfach weggemacht? Ja. Den hattest du damals zu den Zeiten echt immer, ne? Ne, ne, das war, hier. Na? Hilf mir. Weiß ich nicht. ESL-TV? B, Mase? G, ja. Ich hatte gerade nur seinen Real Name im Kopf. Andreas. Der Andreas! Ist gerade übrigens im Urlaub unterwegs. Ja, der macht sich ja ganz gut mit seinem Bart. Oh, hat irgendwie keine Bock zu defusen? Ist Raven da vielleicht abgekackt? Ich weiß es nicht. Ja, und sie checken es nicht. Sie denken, es Raven defuse. Lol. Was zum Teufel, oder?
Wie gut ist das denn bitte? Die anderen laufen einfach weg. Oh mein Gott! Ist das die neue Form von abgestraft? Ach du Scheiße! Wo war der? Kurz in der Küche? Ja, aber Remox auch irgendwie das, AFK gewesen? Dass die toten Mates immer nichts gesagt haben, wundert mich. Die müssen alle AFK. Irgendwann mal reinschreien, die Fuse doch mal. Oh mein Gott. Ach ja, du Scheiße. Kommt jetzt auf jeden Fall im Basement. Das ist schwer. Weil da vielleicht. Was zum Teufel war das bitte? Also, das geht hier ein in die Fail of the Week. Auf jeden Fall. Erst der Restart und dann dieser Defuse. Ah, also, vielleicht. Bald hier wieder ein neues Video von 3Day. Weltklasse. Da hätte ich so gerne jetzt gehört, was sie im Voice angesagt haben. Wie es keiner gecheckt hat und wie sie hinterher alle ragen. So, Mausbots mit der 15. Runde. Meine Damen und Herren, 15 zu 3 der Spielstand. Und nun könnte es hier gleich vorbei sein. Maus jetzt immer Split auf Contact. Ja, und man geht gerade nicht so praktisch. Speedy wurde schon entdeckt. Der Amok hält. Die dann noch ein bisschen rumgetänzelt, aber ja, die anderen drei Zettel ist nicht. Noch weit weg. Jetzt wird man überall einzeln mal drauf gehen. Und Raven von hinten. Ja, Nummer 3 gegen 3, und da kommt Tapsen. Und Raven wartet! Er wartet und wartet und dann kommt von oben das kleine Vögelchen geflogen.